Hey ho Leute und willkommen zurück zu Evoland, wo wir jetzt gerade wieder in der Vergangenheit sind. Und uns mal hier, ja, wir haben das Schwert ausgerüstet, sehr schön. Hier nach drüben, also hier drüben umschauen müssen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Wo waren wir denn noch nicht? Wie kommen wir denn darüber? Fragen über Fragen. So komme ich doch nur in den Anfang zurück, oder? Das will ich doch gar nicht, glaube ich. Ich schaue jetzt nochmal, ob wir da vorne irgendwas verpasst haben. Nee, das ist der Eingang. Was passiert, wenn ich dich hier springe? Deckung. Nichts. Nee, gut, dann hilft uns das alles gar nicht weiter. Wir gehen wieder nach oben und schauen uns da weiter um. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh, das wollte ich gar nicht so. Aber ist okay so. Ist okay so. Jo, darf ich hier durch? Danke. Bitte, dankeschön. Da unten reinzugehen, haben wir auch nichts von. Grimmig, guck. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich kann nur nicht springen, glaube ich. Hier können wir auch nicht weiter. Wir können auch keinen Waldbrand verursachen, oder? Verurteilen. Du wirst zum Waldbrand verurteilt. Oh. Hier geht's durch. Oh. Wieso habe ich das beim letzten Mal nicht gesehen? Wir schnitzeln erstmal da oben die Monster. Auch wenn es nach unten auch weitergeht, auf jeden Fall. Kiste! Stern! Ich bin echt gespannt, ob wir alle Sterne finden. Ich glaube es fast nicht, aber ich bin gespannt, ob wir alle Sterne finden. Tutendu. Da geht's noch nach rechts weiter. Toad. Oh, verdammt, ich kann keine Büsche damit kaputt machen, okay. Damit treffe ich nichts. Du bist ein versteinerter Mensch. Wir können folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Oh. Na dann. Stirb. 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 Stirb, 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 stirb. Du willst mich doch verarschen. Wenn ich jetzt hier durchschieße. Nee, komm ich nicht oben an. Ich habe mich gefragt, ob ich da durchschießen kann, um die Größe wieder zu wechseln. Aber nein. Kann ich hier durchschießen? Bringt das was? Zünde ich dadurch irgendwas an? Nein? Okay. Ich wechsle mal die Größe gerade. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas, die Größe jetzt zu wechseln. Hier kann ich nicht durch. Es sieht immer so aus, als könnte man, aber den kann man gar nicht. Da ist ein Busch. Tschüss, Busch. Da kann ich immer noch nicht durch. Verdammt. Nein, doch. Oh.
Ich hab den Busch doch angezündet. Achso, der Busch brennt gar nicht, wenn ich ihn hier anzünde. Ich muss ihn in der anderen Zeit anzünden. Stimmt. Sag das doch gleich. Sag das doch gleich. Okay, hier waren vorhin die Büschchen im Weg. Ansonsten kann ich nämlich auch hier durchschießen. Das machen wir gleich mal. Schießen da durch. Und zünden damit die erste Flamme. Was schon mal perfekt ist. Und gehen wieder in die Perspektive zurück. Weil ich glaube, wir müssen in die Perspektive zurück. Es muss ja irgendeinen Sinn haben, in diese Perspektive wechseln zu können hier. Wir können hier rüber. Das Amulett sollte ihn aktivieren können. Welches Amulett? Irgendeins, was wir da bekommen? Habe ich dadurch, dass ich darüber geschossen habe, irgendwas Sinnvolles getan? Ich muss erstmal zurück. Ich kann von der anderen Seite hier drüber schießen. Natürlich kann ich das. Ich muss nur schnell wieder zurück. Wechseln. Perfekt. Ach man, ich liebe die Musik einfach. Ich glaube, die zwei dort muss ich auch noch anzünden. Das Rätsel wird nachher noch ein bisschen größer. Aber jetzt erstmal sollte ich hier runtergehen können, tun. Und wieder groß werden. So viel hin und her gelaufen. Es tut mir leid, dass das so viel hin und her gelaufen ist. Hoch hier. Und try D. Aber wenigstens ist das Spiel recht hübsch. Würde ich doch sagen. Jetzt gehen wir hier drüber und können runter. Mal schauen, was uns da erwartet. Beide getroffen. Alle drei weg. Dich dahin geschoben. Dich dahin geschoben. Tür auf. Und? Irgendwelche Gegner auf jeden Fall. Scharfschütze, weil ich ein Skelett mit einem Pfeil getötet habe. Okay. Skelette mit den Pfeilen zu töten ist nicht so schwierig, finde ich. Ich würde euch nur gerne auch mit Pfeilen töten. Kann ich gar nicht. Du bist tot? Du noch nicht. Nein! Immer noch nicht. Jetzt. Lass mich in Ruhe. Du bist ganz schön fies. Hier bekomme ich jetzt ein Amulett. So viel wurde ich schon gespoilert. Erst Amuletthälfte. Achso, ich bekomme nur die eine Hälfte. Stimmt. Jetzt müssen wir herausfinden, wo die zweite Hälfte ist. Dann kann ich da unten noch weiter. Stern. Und
noch ein Stern, noch ein Stern, noch ein Stern. Kann ich wieder raus? Und ich glaube, es reicht aber noch nicht, dass ich jetzt... hier den Kristall benutzen kann, oder? Doch, es reicht schon. Ich brauche nur die Hälfte. Okay. Ich glaube, dann will ich sogar erstmal da oben schauen, was ich damit anfangen kann. Weil irgendwas muss ich ja damit anfangen können, dass ich jetzt hier die Teile habe. Aua. Ich finde übrigens Fledermäuse mit Pfeilen zu treffen viel schwieriger als Skelette. Quark. Aua. Ich finde Fledermäuse mit irgendwas zu treffen viel schwieriger. Irgendwas habe ich da unten angezündet. Aber es war schon mal sinnvoll, das jetzt zu tun, weil ich dadurch bestimmt da unten irgendwo weiterkomme. Ich würde nur gerne hier diagonal schießen können, um den gottverdammten Kristall schneller zu treffen. Arg. Dieser Umweg ist schlimm. Schlimmer Umweg. Wo musste ich lang? Da oben. Dahin. Ich wechsle mal zum Schwert gerade. Dahin. Jetzt muss ich nur noch die Ansicht wechseln. Irgendwie. Ich nehme an, ich habe da einen Baum verbrannt. Was? Hier sind gar keine Bäume. Verdammt. Es war cool gemacht, dass da das jetzt schon verdorrt ist und wenn ich in die Vergangenheit zurückgehe, es nicht verdorrt ist. Gefällt mir. Hier ist ein Stern drin. Nee, eine Karte. Karis. Karis. Ja, wir brauchen hier weitere coole Karten, damit wir hier das Ding noch durchspielen können und Champion werden. Hier geht's einfach raus. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den Heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Okay. Aua. Oh, dumme Schildkröte. Heilen. Perfekt. Ja, nochmal heilen bringt nichts. Wir heilen nicht nochmal. Oh, das war dumm. Nein. Magie. X-Kristall. Angreifen. Fällt zu viel aus. Dumme Schildkröte. Wiedersehen. 18 EP bekommen. Jetzt wieder ins Dorf. Wir haben es ins Dorf geschafft. Habe ich nicht mit gerechnet. Spiel gespeichert.
Ich weiß nicht, ob wir oben in Noria nochmal diese Pfeil- und Bogenrätsel machen müssen. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob es da welche gab. Gut, dass ihr eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brecht sie in den Ruinen von Sarund-Nag auf, um die anderen zu suchen. Die Ruinen befinden sich im Nordosten von Augai. Also wir müssen jetzt auf der anderen Seite raus. Okay. Aber die Folge ist im Grunde schon wieder rum. Heißt, das machen wir erst in der nächsten Folge. Gucken aber mal, ob wir uns was Cooles kaufen können. Das machen wir noch. Ich hätte gerne einen DVD-Player. Bitte. Kaufen. Schnellerer DVD-Player. Und tschüss, langsam mit CD-Ladezeiten. Ihr werdet uns nicht wählen. So. Phoenix Downer brauche ich nicht. Silberrüstung. Ich brauche die letzten zwei Sachen noch. Letzten zwei Sachen zu haben wäre noch ganz cool. Ich gebe euch einen kleinen Rabatt. Ich weiß immer nicht, wie viel das denn bitte kostet. Sagt ja nichts dazu. Okay, hier raus gehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.